Herzlich willkommen. Jetzt Einführung zu Windows Azure und ich habe es kombiniert auch damit, was es Neues gibt für diejenigen, die Windows Azure auch schon mal gesehen haben. Wer von euch kennt Windows Azure? Die Hälfte? Wer von denen hat es auch schon mal ausprobiert? Das ist beeindruckend. 100% derjenigen, die es schon kennen, haben es auch ausprobiert. Es war letztes Wochenende auf der ICE mal nicht so, da haben es alle gekannt. Also alle waren im Slot, waren halt ungefähr 25 Leute und davon haben dann 3 Leute die Hände gehoben, die es auch da mal ausprobiert haben. Also beeindruckend. Wer bin ich? Ich bin Peter Klittner, ich bin da bei der Microsoft Deutschland GmbH, die ist in der Nähe von München mit Hauptniederlassung. Und von der Jobrolle her bin ich ein Technical Evangelist. Und was wir machen ist, Entwicklern und IT-Pros erzählen, wie unsere Technologien funktionieren und warum sie so toll sind und warum man sie einsetzen sollte. Und das meistens darin verpackt, dass wir zeigen, was sind neue Szenarien, welche neuen Möglichkeiten kann man sozusagen mit den Technologien abdecken. Genau, Blog, da gibt es dann auch immer die Folien, die ich immer sozusagen auch verwende. Das heißt, brauche ich nicht mitschreiben und auch nicht sozusagen verinnerlichen. Das könnt ihr alles dann später nachlesen. So, ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Und ich habe mir angewöhnt, die letzten Monate die Einfügung ein bisschen zu ändern. Nicht direkt mit dem Thema Windows Azure einzusteigen, sondern das erste Mal ins große Bild zu heben, wie bei Microsoft überhaupt unsere Cloud-Vision aussieht. Und die ist bei uns unter dem Begriff Cloud OS zusammengefasst. Angelehnt an einem OS, Operating System halt, das Ressourcen verwaltet, halt die Ressourcen von einem Computer und dann gegenüber den Schichten darüber, also den Anwendungen, dann Dienste anbietet. Und genauso kann man bei uns auch das Cloud OS sehen. Die Ressourcen sind halt Storage, Compute, Netzwerk und auch spezialisierte Dienste. Können wir vielleicht noch später dazu kommen. Und diese Dienste werden in Schichten darüber angeboten, also den Lösungen, die dann darauf laufen. Und das müssen nicht immer nur Weblösungen sein. Da gibt es reichlich mehr, was wir hier in dieser Vision bei Cloud OS sehen. Angefangen nämlich beim Datenzentrum, dass wir sozusagen aus dem Windows-Server-Bereich kommen. Windows Azure basiert auf Windows-Server. Insofern ist das die konsequente Weiterentwicklung der Virtualisierung, wenn man so möchte. Und wenn man an Datacenter denkt und an moderne Rechenzentren, ist es halt meistens Virtualisierung ein ganz starkes Stichpunkt, oder ein wichtiger Stichpunkt dabei. Aber es gibt viel mehr zu virtualisieren als nur die reinen Maschinen. Also über Compute-Virtualisierung ist man eigentlich schon lange hinaus. Es geht vielmehr auch um Storage, es geht um Netzwerk-Virtualisierung und damit dann natürlich auch, dass man ganze Rechenzentren zusammenfassen kann. Hier sammeln wir natürlich auch sehr viel eigene Erfahrung, weil unsere gesamte Plattform lief sozusagen in eigenen Rechenzentren. Und wir machen selbst gerade die Migration auch der meisten Plattformen auf Windows Azure zum Beispiel oder auch andere Dienste, die dort funktioniert haben. Also ziemlich viel davon kommt aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Ein weiterer wichtiger Stichpunkt ist Big Data, was hier unter Unlocks Insight on Any Data sozusagen schön formuliert ist. Das ist sozusagen ein sehr wichtiger Bereich derzeit, der, ich sag mal, ist ein Hype und Trend gleichzeitig. Denn man möchte sozusagen die ganzen Daten, die jetzt derzeit gesammelt werden, auch analysieren können. Das ist sozusagen die eine Geschichte. Das heißt, die Daten brauchen Speicherplatz. Das heißt, erstmal ganz schön viel Storage. Entweder die liegen irgendwo unstrukturiert, irgendwo wirklich einfach im Storage, oder sie liegen strukturiert in Datenbanken. Und das Ganze muss dann analysiert werden. Und das sind natürlich hier dann Szenarien, die man auch in der Cloud machen kann. Nicht jeder kann sich das leisten, das in einem eigenen Rechenzentrum zu betreiben, sondern möchte das dann on demand, bei Bedarf, dann auch mal auch durchführen können. Und dafür gibt es dann halt Cloud-Dienst. Das Ganze soll zentriert sein oder die Sicht sein aus der Nutzer, aus der Nutzersicht sozusagen. Empowers Peer-Centric IT. Das ist eine Ansprache, die primär auch an die ITler gerichtet ist. Denn wenn wir heutige Firmen sehen, dann ist ein ganz starker Trend der Bring Your Own Device. Und das sehen wir auch gerade bei uns in der Firma sehr stark. Und hierbei möchten natürlich die Administratoren einer Firma zum einen die Firma schützen, wenn dort Geräte, Fremdgeräte reingebracht werden, aber zum anderen auch die Nutzer vor sich selbst eigentlich auch schützen. Und das geht häufig nur über Policies, Gruppenrichtlinien und ähnliche Dinge. Und als vierter Pfeiler von dem Cloud OS natürlich die Entwicklung moderner Anwendungen. Das ist der Bereich, wo Windows Azure dann ins Spiel kommt.
weil das dann die Plattform ist, um Lösungen zu entwickeln. Und wie gesagt, das basiert sozusagen auf Windows Server, was dann auch bei Windows Azure genutzt wird. Und das einfach nur mal, um zu zeigen, wir haben auch viele Online-Plattformen, die seit sehr vielen Jahren auch online sind. Wir haben Erfahrung auch mit hoher Last, auch mit sehr vielen Kunden und auch mit sehr vielen Transaktionen. Und viele dieser Dienste migrieren wir selbst auf Windows Azure, weil auch für uns ist das eine Konsolidierungsmöglichkeit. Bisher war es ja so, man hat ein Rechenzentrum, bestimmte Bereiche waren für bestimmte Businessgruppen vorgesehen. Und wenn einer mal mehr Last hat und der andere weniger, dann war es auch da schwierig, natürlich dann einen Lastenausgleich durchzuführen. Insofern nutzen wir jetzt unsere eigene Technologie, indem wir dann selber auf Windows Azure gehen und dort natürlich dann die gesamte Masse an Rechenzentren und an Servern auch verwenden können, um eine Lastverteilung auch durchzuführen. Das aber nur so nebenbei. Was auch sehr wichtig bei der Story ist, und das ist, glaube ich, jeder, der auch im IT-Geschäft auch als Softwareentwickler unterwegs ist, wird es wissen. Man kann nicht von heute auf morgen komplett diesen Schritt machen, um in die Cloud zu gehen. Und ist auch meistens gar nicht sinnvoll. Das heißt, unsere Vision ist es eher hier, dass es immer ein On-Premise geben wird und immer eine Cloud geben wird. Und je nach Bedarf nimmt man die Lösung, die Daten in On-Premise oder man nimmt sie in die Cloud oder beides gemischt. Und hier sieht man auch derzeit auch sehr viele Partner aus dem Boden gestampft, die sozusagen neue Lösungen entwickeln. Weil hierbei ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was für Lösungen sind es, die ich in die Cloud nehme und welche Daten nehme ich in die Cloud. Da geht es dann häufig darum, dass eine Firma auch erstmal wissen muss, welche der Daten sind sensibel, die on-premise bleiben müssen und welche der Daten können in die Cloud. So eine typische Marke, die derzeit im Markt kursiert, ist, dass 10% der Daten einer Firma eigentlich nur sensibel sind und der Rest ist eigentlich in dem Sinne nicht schützenswert. Nur, wenn man 100% der Daten schützt, dann ist das wesentlich teurer natürlich, als wenn man nur 10% der Daten schützen müsste. Aus dem Grund auch hier entweder die Hybrid Cloud, wirklich für Szenarien, wo sie es anbietet, entweder weil man eine Trennung hat der verschiedenen Datenklassifizierungen oder weil man vielleicht auch On-Premise sozusagen als seine Basis nimmt und die Cloud nur als Lastenausgleich oder vielleicht auch das On-Premise sozusagen als Standardset nimmt an Ausführungsmöglichkeiten und die Cloud vielleicht nur als Backup nimmt. Hier hat man sehr viele Möglichkeiten, sich das dann zusammenzustellen. Und abschließend möchte ich die Cloud-OS-Story mit den konsistenten Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, warum kennen wir das und warum wird es uns nicht schwerfallen, es dann auch in der Cloud zu verwenden? Wie gesagt, Azure basiert auf Windows Server, das ist der Vorteil bei uns, das kennen schon sehr viele ITler und können dadurch auch Wissen weiterverwenden, das sie schon haben. Für die Entwickler ist das ein Vorteil, wenn ich eine Serverlösung entwickle, dann wird sie sowohl auf Windows Server laufen, als auch auf Windows Server Maschinen, die in der Cloud laufen. Es ist das gleiche Betriebssystem. Insofern ist es hier natürlich für den Kosten eingespart werden. Jeder weiß, das ist der Kostentreiber bei Entwicklung. In der Theorie, betone ich jetzt nochmal, hat man ja immer einen Entwickler und auf jeden Entwickler kommen zwei Tester. Das heißt, wenn ich eine Softwarelösung entwickle, müsste ich danach eigentlich jede einzelne Plattform auch testen. Wenn wir hier schon mal eine Plattform einsparen können, ist das jedenfalls in der Softwareentwicklung ein großer Vorteil. Das kann einheitlich gemanagt werden. Wer von euch kennt System Center? System Center ist ein Produkt für ITler, um sehr große Serverfarmen zu administrieren. Wo man die Sicht hat, praktisch manchmal nur so 10, 50 Server administriert, sondern man kann da leicht die 1000, 10.000, 100.000 Server reingehen. Das ist auch der Grund, warum uns auch wir durchaus ganz Rechenzentren, wo 100.000 Server drinstehen, durchaus mit 10 Mann auch administrieren können, weil wir halt solche Verwaltungstools am Ende auch haben. Und hier die gleiche Story. Damit kann man den Server lokal administrieren und auch überwachen und steuern, aber auch genauso die virtuellen Maschinen aus der Cloud hineinnehmen und die ebenfalls in einer einzelnen Verwaltungskonsole überwachen und steuern. Identitäten, ganz wichtig. Die meisten Firmen haben schon eine Art von Verzeichnisdienst. Die auf Windows Server laufen, verwenden meistens das Active Directory. Und auch hier kann man das genauso auch in der Cloud nutzen. Entweder über Windows Azure Active Directory oder auch, wenn man praktisch einen hybriden Ansatz hat, über Active Directory Federation Services. Also das sind alles Lösungen, wo man schon das, was man hat, weiterverwenden kann. Bei der Virtualisierung müssen wir auch nichts Neues lernen.
Wer sich schon mit Windows Server auskennt, dort mit den virtuellen Festplatten umgehen kann, mit der Virtualisierungseinstellung und weiß, auf was man achten muss, der kennt sich genauso aus auch in der Virtualisierung in der Cloud. Und die Datenplattform ist es auch das gleiche. Es ist das gleiche Produkt, vielleicht eine andere Sicht. Es ist meistens SQL Server mit den BI-Funktionen. Es ist vielleicht, wenn es als Software as a Service angeboten wird, ein bisschen anders, als wenn man es lokal auf seinem Server installiert. Das heißt, man kann zusammengefasst das Wissen verwenden, was man schon kennt, also schon hat. Das ist so das Wichtige dabei. Das war jetzt das große Bild von unserer Cloud-Vision, damit man auch weiß, es ist nicht nur das Windows Azure, sondern es sind auch viele andere Produkte mit involviert. Nun möchte ich mal ins Spezielle gehen, was das für Windows Azure bedeutet. Ich habe hier nochmal die Einführung auf diese Basis mal gemacht, dass wir nicht eine Firma betrachten, die wächst, sondern eine Lösung, die wächst. Weil wir betreuen in unserem Bereich, wo ich arbeite, auch sehr viele Startups. Und viele von denen sagen, ich möchte gar nicht diese große Firma werden. Wir wollen, unsere 3-4 Leute sollen das bleiben, aber wir wollen mehr Kunden adressieren können. Das ist eigentlich, was uns wichtig ist. Und so ist das hier auch aufgemacht. Das heißt, ich habe am Anfang mal ein paar Meilensteine, Gründung, Arbeitsmittel geschaffen, sowas in der Richtung. Da kann man auch sehen, dass es vielleicht neue Projekte aus dem Boden stampfen, kann man damit gleichsetzen. Dann kommt eine Phase zu Release to Market, das heißt, das ist die Entwicklungsphase. Das habe ich mal für den Meilenstein genommen von der Software, die wir noch anpassen können oder die wir entwickeln. Dann habe ich mir einen Meilenstein genommen, Migration von Legacy. Das heißt, alles fertige Software, die nicht angepasst werden soll oder angepasst werden kann, kann ja jeglichen Grund haben. Entweder es gibt den Softwarehersteller nicht mehr, kann ja vorkommen, oder es gibt keine neue Version oder die Version, das Produkt wurde eingestampft, was auch immer. Und am Ende skalieren und verwalten, wenn man erfolgreich ist, möchte man das wahrscheinlich automatisieren, weil dann hat man so viel Traffic, so viel zu tun, dass man das gar nicht mehr selber machen möchte. Oder nicht nur der Arbeitsaufwand, es ist mittlerweile so wichtig, so kritisch geworden, dass ich das eigentlich einem manuellen Prozess gar nicht mehr anvertraue, sondern einem getesteten, automatisierten Prozess. Und weil Cloud sozusagen ein Begriff ist, der auch vom Marketing, wie selbst gesagt, das freundlich verwendet wurde, ja, möchte ich vielleicht auch nochmal uns auf einen gemeinsamen Nenner bringen, was wir eigentlich unter Cloud verstehen. Weil ich denke, jeder hat davon eine gewisse andere Sicht, was ist überhaupt Cloud, weil alles nennt sich heutzutage Cloud. Es ist eine Sichtweise, für den Nutzer ist es eine quasi unbeschränkte Menge an Ressourcen. Egal, ob da jetzt Storage gemeint ist, Netzwerk oder VMs, es steht für mich als Nutzer in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Für den Anbieter dagegen, der weiß immer ganz genau, wie viel steht da zur Verfügung. Da stehen 22.207 Server rum und davon sind nur 1.000 ungenutzt. Ich gerate in Panik, ja, ich muss mehr aufstocken. Aber das interessiert den Nutzer nicht. Das heißt, es ist wirklich eine Sichtweise des Ganzen. Es muss bedarfsgerecht bereitgestellt werden können. Das heißt, es ist irgendwie Freitag, 19 Uhr, ich brauche unbedingt ein paar mehr Instanzen oder ein paar mehr Ressourcen von irgendetwas, ich brauche es jetzt. Dann möchte ich nicht bis auf den Montag warten und dann jemanden anrufen, ein Formular ausfüllen oder irgendwas. Ich möchte es meistens sofort bekommen. Ich muss es eben in dieser Weise auch skalieren können, sowohl vertikal als auch horizontal. Horizontal, oder fangen wir mit vertikal an, das ist sozusagen die einfachste Skalierung, das ist was wir schon seit Ewigkeiten gemacht haben. Wir packen mehr Power rein. Wir machen stärkere CPUs in die Rechner rein, mehr Festplattenspeicher, mehr RAM, eine stärkere Netzwerkanbindung. Horizontal dagegen ist, wir nehmen die gleichen Maschinen, packen aber mehr daneben. Das heißt, wir machen hier eine Lastverteilung. Ich glaube, jeder von euch wird sich gleich denken können, wofür das eine oder andere nutzbar ist. Vertikale Skalierung ist eher geeignet für Legacy-Produkte, die nicht darauf ausgelegt sind, dass man sie mehrfach instanziert. Dagegen die horizontale Skalierung ist gut für Produkte, die auch schon darauf ausgelegt sind, in Farmen betrieben zu werden. Typisches Beispiel ist, was ich immer gerne verwende, ist SharePoint. Wer von euch kennt SharePoint? Die meisten, die es nicht kennen, ist eine Kollaborationsplattform auf Webbasis. Und ist hervorragend skalierbar, indem man verschiedene Rollen einfach mehrfach einsetzt. In sehr vielen Formen, sowohl vertikal als auch horizontal gut geeignet. Wenn ich das Ganze so bedarfsgerecht nutze und auch skalieren kann, dann möchte ich natürlich auch nur das bezahlen, was ich auch wirklich genutzt habe. Nun, hier würde ich sagen, wenn man ein bisschen philosophisch betrachtet, was ist überhaupt Cloud, dann ist es immer eine Sichtweise
und an diesem Punkt auch vielleicht eine Sichtweise der Granularität. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, wir können unsere VMs oder den Storage und so weiter nur in der Form müssen wir den bezahlen, die wir genutzt haben, dann bedeutet das eigentlich nur, dass wir die Granularität verringern. Das heißt, eine VM wird halt auf Minutenbasis bezahlt, eine Datenbank wird vielleicht auf Tagesbasis bezahlt und ähnliches. Das macht zwar Cloud aus, aber wenn man darüber nachdenkt, was unterscheidet eigentlich Cloud von einem Hoster, dann ist es an nur einem Punkt die Granularität auf der Basis, wie ich bezahle. Und zwar im Hoster vielleicht der Monatsvertrag ist, der Halbjahresvertrag oder Dreijahresvertrag, ist es bei Cloud meistens eher kleinere Zeiteinheiten oder kleinere Maßeinheiten. Das Ganze dann auch automatisiert zu steuern, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es geht natürlich auch nur, wenn wir standardisierte Schnittstellen haben. Das kann man aus verschiedenen Bereichen sehen. Aus Entwicklersicht sind zum Beispiel REST APIs. Das heißt, jegliches Element in Windows Azure ist steuerbar, kontrollierbar, kann man überwachen über REST APIs. Für ITler darüber, für eine praktische Schicht drüber, sind das zum Beispiel PowerShell Commandlets, mit denen Sie dann automatisiert hier steuern können oder überwachen können. Wir als Entwickler wissen natürlich, dass in den PowerShell Commandlets wieder nur REST APIs verwendet werden. Aber es spielt an dieser Stelle keine Rolle, weil es einfach nur die Automatisierung in einer einheitlichen Form unterstützt. Und die letzten beiden Punkte fasse ich mal zusammen, sind so diese typischen Mitgaben, die man bei Cloud gibt, weil es ein Dienstleistungsprodukt ist. Das heißt, wir haben hier einen Vertrag, wir legen diesen Vertrag fest, wie lange oder wie häufig darf dieser Dienst maximal ausfallen, bis eine Vertragsstrafe greift. Das ist kein technischer Teil mehr, das ist ein rein vertraglicher Teil, der hier abgebildet wird. Und den letzten Punkt, der ist mir auch sehr wichtig, weil wir, wie ähnlich bei On-Premise und Cloud, nicht immer alles auf einmal machen wollen. Es muss einzeln nutzbar sein oder, wenn man möchte, natürlich auch eine Gesamtheit. Aber dass man es natürlich auch nur einzeln auch einsetzen kann, macht es so eine Art Bausteinsystem. Man nimmt sich genau das, was man auch gerade braucht. Da komme ich nachher kurz drüber. Sascha wird danach nach meinem Vortrag noch ein bisschen ausführlicheres Übersichtsslide zeigen, was es alles für Dienste da gibt, die man sozusagen kombinieren kann. Ich mache das ein bisschen kurz an der Stelle. Ich fange mal mit dem ersten Meilenstein an, der Gründung und Arbeitsmittel, und verwende das, um Software as a Service zu erklären. Wenn man anfänglich sozusagen ein Projekt aus dem Boden stammt oder auch eine Firma, dann geht es häufig darum, wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie wollen wir zusammenarbeiten. Da geht es um E-Mail-Dienste, es geht um Kollaborationsdienste und ähnliche Services, die wir hier brauchen. Im Consumer-Bereich könnte das sowas zum Beispiel wie Outlook.com sein oder SkyDrive für E-Mail und für Storage. Im geschäftlichen Bereich könnte das zum Beispiel Office 365 sein, wo es um Storage, Kollaboration, E-Mail und Kommunikation allgemein geht. In der Mitte habe ich mal einen Stack aufgezeichnet. Ich glaube, den hat jeder hoffentlich schon in der Form schon mal gesehen. Er fängt an bei dem reinen Blech, den Kabeln, und geht hoch dann über das Betriebssystem bis hin zu der eigentlichen Lösung, die irgendein Dienst anbietet. Das Grüne hierbei bedeutet, das ist die Dienstleistung des Anbieters. Das heißt, darum kümmert sich nicht der Nutzer. Und bei Software as a Service, ganz klar, möchte ich eine Lösung haben und die verwende ich einfach. Nehmen wir das Beispiel an Office 365. Ich habe mich nicht darum gekümmert, dass ich den Server kaufe. Ich habe ihn nicht verkabelt, ich habe auch nicht das Betriebssystem installiert, ich patche das auch nicht und das Office, was dort auch läuft, oder den Lync-Server oder den Exchange-Server und was das alles dort gibt, das habe ich nicht installiert. Ich habe es auch nicht gehärtet oder auch andere Dinge damit gemacht oder konfiguriert. Das hat jemand übernommen, der davon Ahnung hat. Und insofern nutze ich das als fertiges Produkt. Bei Software as a Service kann man ganz schnell dann auch aus der Brille des Entwicklers oder als Dienstanbieter das auch selbst sehen. Welche Geschäftsszenarien ermöglichen sich damit überhaupt für mich, wo ich auch Kostensparen beginnen kann? Vielleicht fange ich es auch damit an, ein bisschen provokant zu sagen. Jeder, der seine Server oder seine Dienste 24/7 benutzen möchte, ist bei Cloud falsch. Der kann auch zum Hoster gehen oder sich irgendwo eine Maschine in den Keller stellen. Cloud lebt davon, dass wir flexibel mit den Ressourcen umgehen können und dadurch eine Kostenersparnis erreichen oder auch Risiken sozusagen bewältigen können. Welche typischen Muster gibt es hierbei? An, aus. Man kann sagen, vielleicht gibt es ein System in der Firma, das den Nutzern vielleicht die Möglichkeit gibt, innerhalb der Firma zu kommunizieren. Morgens 8 Uhr fangen alle an zu arbeiten
und abends um 23 Uhr gehen sie alle wieder. Ja, so die üblichen Arbeitszeiten beim Entwickler. Nee, eigentlich 12 Uhr bis 4 Uhr. Ja, und das heißt, ich kann es morgens einschalten und morgens wieder abschalten. Und in der Nacht ist es dann aus. Hier auch das Beispiel vielleicht von SharePoint. Wir haben mit IT-Lern machen wir häufig Workshops, wo wir vorstellen, wie man eine SharePoint-Farm aufstellt. Und das Schöne dabei, da gibt es Frontends, da gibt es Backends und die Datenbanken. Und während der Geschäftszeiten nimmt man alle VMs sozusagen auf eine extra krasse große Maschine, damit alle Nutzer sozusagen sehr produktiv arbeiten können. Diese Maschinen sind ziemlich teuer. Wenn man das so durchrechnen würde, was die im Monat kosten, dann wäre man in der Cloud immer wesentlich teurer. Aber wenn man dann in die Abendstunden geht, kann man die ja abschalten oder und runterskalieren. Das heißt, dann nimmt man die kleinsten Maschinen, die es gibt, und die kosten dann vielleicht nicht mehr vielleicht irgendwie 130 Euro im Monat pro Stück, sondern die kosten dann auf einmal nur noch 5 Euro pro Stück im Monat. Und wenn man sich diesen Mix durchrechnet, erst dann nutzt man eigentlich wirklich die Cloud-Vorteile an dieser Stelle aus. Schnelles Wachstum bzw. nur Wachstum ist gerade bei Startups sehr interessant oder bei Lösungen, wo man noch nicht weiß, wie werden die angenommen. Das heißt, hier kann ich klein anfangen, die Investitionen sind gering. Ich meine, ich behaupte einfach, diese Dotcom-Blase, die es 2000 gab, die wäre vielleicht nicht so in der Form gewesen, wenn nicht jede Firma erstmal sich überall massiv Hardware hätte hinstellen müssen. Das waren riesige Investitionen, die dort getätigt wurden. Das ist heute bei den Startups nicht mehr notwendig. Heute kann das Geld direkt in Entwicklung oder auch zum großen Teil natürlich auch ins Marketing dann fließen. Bei Wachstum, das muss allerdings nicht immer nur Wachstum sein. Das kann natürlich auch wieder runtergehen. Das macht auch in der Stelle Cloud aus und unterscheidet auch Cloud von den meisten Hostern, dass man sehr flexibel auch wieder abbestellen kann, wenn es dann nicht ganz so gut läuft. Dann gibt es die nicht planbaren Lasten. Das ist gerade bei uns im Startup-Umfeld sehr lustig, wenn nämlich das Startup nicht darüber informiert wurde, dass es mal eben bei der FAZ oder der Spiegel Online gefeatured wird. Oder jeder kennt es auch, wenn ein Heise-Artikel eine bestimmte Website mal promotet, dann habe ich ganz oft erlebt, die Website ist down. Ja, bei Kika ist passiert so ein Wahnsinn. Ja. Und das sind diese nicht planbaren Lasten. Jeder freut sich, wenn er von Journalisten nochmal vorher eine Info kriegt. Übrigens, ich nehme dich morgen in meinem Artikel auf. Sorgt mal dafür, dass die Webseite am Leben bleibt. Ja. Mit Cloud ist das relativ leicht zu handhaben. Entweder man hat eigene Regelwerke oder man nutzt einfach die Autoskalierung, die in der Plattform verbaut ist. Planbare Lasten haben eher so E-Commerce-Systeme, wo man weiß, ja, zu Ostern, zu Weihnachten und so ist immer hohe Bestellungen. Oder ja, habe ich jetzt nicht drin, ich hatte lange Zeit auch mal Charts drin von von Anbietern für Steuererklärung. Und da gab es dann zum Mai und zum Ende des Jahres einen Peak von Faktor 10 gegenüber der normalen Zeit des Jahres. Und das ist natürlich etwas Immenses. Ich glaube, ich habe es heute auch nicht drin. Was ich bei einem Startup-Umfeld immer sehr gerne reinnehme, ist eine Referenz von Finanzen.net. Sie behaupten von sich, die größte Plattform für Finanzen zu sein. Und haben zur Griechenland-Krise das Problem gehabt, dass der Traffic immens gewachsen ist. Und ihre Zielgruppe, das ist die größte Herausforderung, sind halt extrem illoyal. Das heißt, wenn die Webseite down ist und ich möchte eine News lesen, dann gehe ich halt zur nächsten Seite und habe damit Werbeeinnahmen verloren. Das heißt, sie haben massiv an Hardware in Deutschland aufgestockt und nachdem die Griechenland-Krise so ein bisschen wieder abgeebbt ist, standen die Server größtenteils ziemlich dumm rum. Dann wollten sie expandieren. Ich glaube, Schweiz, Frankreich, auf jeden Fall, vielleicht Österreich, bin mir ganz sicher, auf jeden Fall Schweiz und Frankreich auf jeden Fall. Und wollten den Fehler nicht nochmal machen und haben deswegen dort die Expansion rein mit Windows Azure dann gemacht, weil sie dann nicht mehr in die Hardware-Investitionen reingehen müssen. Das ist so planbare Lasten. Komme ich zum nächsten Meilenstein. Und zwar, wir entwickeln unsere Software. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Lösung auf die Plattform anzupassen. Das ist der Moment, wo wir natürlich auch die Vorteile dann von der Plattform nutzen können. Logischerweise. Wie man hier bei dem Stack sieht, es ist jetzt nicht mehr alles grün, sondern es ist oben ein Teil blau. Das ist die Anwendung selbst und die Datenstruktur. Das heißt, ich als Entwickler muss jetzt mich darum kümmern, dass ich die Software entwickle, muss mich aber weiterhin nicht darum kümmern, dass ich das Betriebssystem irgendwo pflegen muss oder dass ich irgendwo die Hardware einkaufe. Die meisten Softwareentwickler oder Softwareanbieter ist das auch das, was sie wollen, weil sie haben nicht die Kernkompetenz in Administration von Hardware oder von Servern,
weil es ist ein Punkt für sich und ist auch gar nicht so einfach. Ich habe nur beispielhaft ein paar Services von Windows Azure symbolisch herausgegriffen. Was durch die Karteikarten soll Storage dargestellt werden. Das ist, was jede Anwendung braucht, wenn es unstrukturiert ist oder semi-strukturiert. Wenn es ganz klar strukturiert sein soll, nehmen wir meistens Datenbanken, sehr viel besser durchsuchbar oder auch indizierbar. Die Wolke mit dem Link drin soll ein, ja, ist zwar ein neues Thema, aber ich sage es trotzdem, einen klassischen Cloud-Dienst darstellen. Das heißt, hierbei geht es darum, dass ich wirklich mir eine Software definieren kann. Sie hat verschiedene Rollen und ich definiere in einer bestimmten Konfiguration bei uns einfach eine XML-Datei, welche dieser Rollen soll in welcher Anzahl existieren. Das ist alles. Und wenn mal so eine Rolle ausfallen sollte, weil die Hardware ausfällt, dann sieht halt die Plattform, okay, diese Rolle soll so oft existieren. Ich provisioniere eine neue Instanz dafür, weil dann muss ja wieder praktisch die Definition erhalten werden. Das Handy mit dem Würfel darin ist ein spezialisierter Dienst. Ich habe vorhin mal kurz angesprochen, wir haben diese traditionellen Ressourcen wie Storage, Compute und so weiter. Aber es gibt auch sehr spezielle Dienste mittlerweile. Und dazu gehört dieses Bild und das steht für die Windows Azure Mobile Services und richtet sich speziell an die App-Entwickler. App-Entwickler haben meistens ganz hart damit zu tun, eine App zu entwickeln und haben oder wollen keine Ahnung haben, wie man Web-Services schreibt oder wie man das Backend entwickelt. Kostet eh Zeit. Weil wenn man sich mal anschaut, was bewertet ein Nutzer, der eine App herunterlädt? Die App, die er sieht oder das Backend, das er nicht sieht? Ja? Und insofern ist der Fokus dann meistens auf der App. Was diese Azure Mobile Services anbieten, ist praktisch Datenspeicherung, Authentifizierung über die typischen Single-Sign-On-Anbieter und Push-Benachrichtigungen, Logging, was man halt so braucht in so einem Backend. Und das out of the box. Und es gibt SDKs für Windows 8, Windows Phone 8, für iOS, für Android, für Webseiten. Und diese SDKs sind so aufgebaut, dass man keine Ahnung haben muss, wie dieses Backend geschrieben wurde oder wie auch Kommunikation funktioniert. In den jeweiligen Zielsprachen sind da halt die entsprechenden Methoden, die in der jeweiligen Sprache einem sehr heimisch vorkommen und das war's. Ja. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, einfach zwischendurch. Also ansonsten fasse ich wie ein Wasserfall. Ich habe versprochen, auch so ein bisschen die News mit einzubauen, weil wer Windows Azure so ein bisschen verfolgt, wird feststellen, es ist gar nicht so einfach fest da am Ball zu bleiben, weil der Release-Zyklus ist hier relativ hoch. Ich habe auch nur die Änderungen seit April zusammengefasst. Dieses Symbol, das ich jetzt gerade nochmal reingenommen habe, steht für Websites, dazu wird Sascha nachher noch ein bisschen was sagen. Brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Und das Symbol hier mit dem Handy war, wie gesagt, Windows Azure Mobile Services. Die sind seit Anfang des Jahres eingeführt worden und sind jetzt seit Juni GA, was bei uns dafür steht, dass es öffentlich verfügbar ist und auch produktiv genutzt werden kann. Während es in einer Preview ist, also Beta-Phase, kann es immer genutzt werden. Aber meistens ist es mit dem Supporter nicht so weit her. Dann ist das eher so Community-Basis oder Kontakt. Wenn das Ganze GA ist oder produktiv ist, dann weiß man auch, der Support gibt mir auch wirklich Hilfe dabei. Was auch neu ist seit Juni, ist eine freie SQL-Datenbank mit 20 MB, damit man solche einfachen Dienste wie das Azure Mobile Services auf Websites auch wirklich komplett kostenlos nutzen kann. Weil die Websites und die Azure Mobile Services gibt es in einer bestimmten Anzahl, ich glaube derzeit sind es 10, gibt es die kostenfrei. In der Standardausführung. Wenn man das Ganze irgendwann höher skaliert, dann zahlt man logischerweise drüber, aber wenn man das Niedrigste davon auswählt, wo man einfach eine Homepage schon macht, das geht auch kostenfrei. Und Autoscale haben wir jetzt im Juli eingeführt für Websites, Azure Mobile Services, Cloud-Dienste. Ja, genau. Im Datenbankbereich hat sich jetzt im Juli auch etwas getan, das Ganze nennt sich Premium SQL Databases. Bei uns laufen ja die Datenbanken, die auch als Dienst angeboten werden. Ich meine jetzt nicht die ihr selber auf einer VM installiert, sondern die wirklich als Dienst angeboten werden, auf SQL-Datenbanken, die ja von mehreren genutzt werden. Und diese Plattform kümmert sich automatisch darum, dass die Performance gewährleistet wird. Wenn man jetzt allerdings, also was das mit sich bringt, sind allerdings Performance-Raten, die nicht gleichbleibend oder garantierbar sind, weil wir sind auf einer Plattform, die von mehreren genutzt wird. Sind zwar gute Zeiten, aber sie sind nicht garantierbar. Was man machen kann, man kann sich das Ganze über diese Premium SQL Databases reservieren. Dann kostet es halt mehr, weil man hat sich halt einen eigenen Bereich reserviert, aber man hat jetzt hier Möglichkeit. Ebenfalls neu dazu gekommen sind die Automatic Exports. Das heißt, man kann die Datenbanken in einem bestimmten Zyklus immer in einen Storage-Bereich exportieren lassen und kann sich auf diese Weise
Snapshots erstellen. Auch wenn die Datenbanken alle von uns aus redundant sind, also zum Beispiel die Datenbanken sind alle dreifach vorhanden, genauso wie das Storage, aber das bewirkt ja nicht, dass ihr sagen könnt, ich möchte irgendwann mal auf einen bestimmten Tag X zurückgehen. Das wäre eine Backup-Funktionalität. Und genau dafür gibt es diese Exports hier. Gut. Ein Meilenstein weiter, Migration von Legacy-Produkten. Wir sehen beim Stack, wir haben immer mehr zu tun. Und zwar installieren wir jetzt auch schon das Betriebssystem selbst und müssen natürlich auch das Betriebssystem dann selber schützen und auch up-to-date halten. Diese Verantwortung kommt halt dann mit sich. Was hier dann kommt bei Infrastructure as a Service, ist einfach nur die virtuelle Maschine, auf die ich dann ein Betriebssystem installiere. Also zum Beispiel bei uns halt ein Windows oder ein Linux, je nachdem, was ihr braucht. Und ihr müsst halt nicht darum kümmern, das Blech zu kaufen oder dass das Blech ganz bleibt. Wenn das ausfällt, dann kriegt ihr automatisch eine neue VM. Aber das, was in der virtuellen Maschine drin installiert ist, darum muss man sich dann kümmern. Was braucht man da? Symbolisch aussieht oben die virtuelle Maschine. Und wo liegen die virtuellen Festplatten? Natürlich im Storage. So, was ist hier alles neu? IIS ist bei uns seit April auch produktiv einsetzbar, das heißt auch mit Support. Es sind neue Templates dazu gekommen, wir haben eine Image Gallery, ich denke mal, die kann vielleicht Sascha nachher in der Demo nochmal kurz zeigen, wo es sehr viele Vorlagen gibt mit vorinstallierten Betriebssystemen von Windows bis Linux oder, und mit fertigen Serverprodukten auch drauf. Also BizTalk, SQL Server, was ich auch ziemlich cool finde, auch ein Visual Studio, wo man das auch mal austesten kann. Ich habe, das können wir vielleicht nochmal ohne Kamera machen, dann später, ich habe einfach für mich mal so eine Visual Studio Instanz aufgesetzt mit einer ziemlich starken Maschine und das habe ich mir einen Lasttest eingerichtet und lasse den mal auf Websites dann los. Ist ein bisschen destruktiv, aber das macht immer wieder Spaß. Und wenn man dann auch mal sieht, wie die Autoskalierung dann anfängt zu greifen, dann ist das auch ein, nur natürlich auch die Performance austesten. Man muss ja auch lernen, wie funktionieren die ganzen Systeme dann. Und das kann man natürlich mit dem Visual Studio dann auch ziemlich schnell sich zusammenklicken innerhalb von 2-3 Minuten. Wir haben neue VM-Größen, darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und ab Produktivitätsbeginn haben sich auch die Preise reduziert. So, was hat sich außerdem noch getan? Seit April ermöglichen wir auch Remote PowerShell. Und für die Linux-Nutzer hat sich auch ein bisschen was Richtung Sicherheit getan. Ich denke mal, es wird wieder ein bisschen schwieriger für die so ein bisschen da nicht so basiert sind. Also, bei uns war es vorher so, dass bei den Standardeinstellungen war Benutzername Kennwort. Jetzt ist es nur noch schlüsselbasiert. Die Standardeinstellungen, und wenn man sich erstmal damit authentifiziert hat, dann kann man sich wieder Benutzername Kennwort einrichten. Aber die Standardeinstellung ist erstmal, dass der Zugriff nur noch über Schlüssel funktioniert. Und auch das Autoscale ist hier im Unix dazu gekommen. Skalieren und verwalten. Wie gesagt, ist von der Story her, es läuft entweder auf einer PaaS-Lösung, also Platform as a Service, was wir gesehen haben, oder Infrastructure as a Service, egal, es läuft, wir sind erfolgreich, wir müssen jetzt das Ganze skalieren und verwalten können. Und ich habe jetzt mir beispielhaft ein paar Dienste herausgebracht, die man hier steuern kann. Man kann alle Dienste in Windows Azure damit steuern. Man kann sogar über die Automatisierungsschnittstellen mehr steuern als über das Portal selbst. Gut, was ist hier Neues? Seit August ermöglichen wir auch den virtuellen Maschinen, dass SQL Server eine Funktionalität beschützen, die nennt sich Always On Support. Was bedeutet, dass ihr so eine Art von Cluster aufbauen könnt, entweder für hohe Performance, weil sie alle nebeneinander stehen und sozusagen gleichzeitig Daten lesen können, oder für Failover-Möglichkeiten, das heißt, dass die alle nebeneinander stehen, einer fällt aus, ein anderer greift, oder auch Disaster Recovery. Dafür ist das gedacht. Zum Skalieren und Verwalten. Habe ich vorhin schon mal angerissen, entweder Verwaltungsportal, das ist der Einstieg, wenn man neu dabei ist. Also jeder, der sich zum ersten Mal ausbildet, einfach ein Verwaltungsportal anmelden, seht ihr nachher beim Sascha. Administratoren werden das Ganze skripten, entweder über die Kommandozeilen-Tools, die es für Windows, Linux oder Mac gibt, oder ihr macht das über PowerShell, was bei den IT-Lern mittlerweile sehr, sehr beliebt ist. Entwickler nutzen die APIs, die wir da anbieten. Skalieren kann man, egal welches Betriebssystem drauf ist, auf verschiedene Größen. Und ich habe hier absichtlich nochmal die alten Größen. Alt ist jetzt nicht ganz korrekt. Es sind die Größen, wie sie jetzt auch noch benannt werden, aber sie werden in Zukunft nicht mehr weiterhin so benannt. Und zwar haben wir jetzt auch schon neue Instanzengrößen, die wir nur noch A6 und A7 benennen. Einfach aus der Motivation heraus. Die extra large Maschine, die wir heute anbieten, die wird in 2 Jahren wahrscheinlich die extra small sein.
Weil in 2 Jahren werden 14 Gig nicht so viel sein. Unsere A6 oder A7 Instanzgröße, die jetzt darauf folgt, die haben schon 24 oder 28 und 56 GB RAM. Das heißt, hier mit Bezeichnungen, jetzt brauche ich doch nochmal Strom. Das Problem ist, dass die Steckdose so weit weg ist. Ja. Bei 7% und ich sehe auch noch 5 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten? 6. Okay, dann schaffe ich das. Gut. Also das ist der Grund, dass es einfach keinen Sinn macht, hier die VMs weiterhin so zu bezeichnen, weil es wird zu viele unterschiedliche Konfigurationen geben. Was auch noch Vorteil ist bei Windows Azure jedenfalls, ich will jetzt nicht sagen, welchen Cloud-Anbieter es noch gibt, aber es ist ein Vorteil bei uns, dass es kein Cloud-Login gibt. Ich erkläre das auch gleich nochmal kurz. Die Verwendung von PowerShell geht über alle Bereiche, von der Automatisierung über die Provisionierung oder auch die Einrichtung von virtuellen Netzwerken. Automatisierung sind so Standardaufgaben, Provisionierung ist in dem Sinne hilfreich, wenn man sich zum Beispiel so ein Backup-Rechenzentrum einrichten möchte. Das heißt, man hat sich alles einmal eingerichtet, auch per Skript, hat dieses Skript auch getestet und weiß, das funktioniert für den Krisenfall. Man braucht nämlich dann, wenn es Panik ist und ich irgendwie 3 Uhr nachts aufgeweckt werde, nicht irgendwie jetzt noch sofort geistig da sein, sondern ich starte ein Skript, das ist funktioniert, das ist garantiert und hat meine Abteilung getestet, so weiß ich, okay, es wird funktionieren. Insofern Provisionierung ein ganz wichtiger Punkt. Image-Kataloge, wie gesagt, Vorlagen, die hier existieren, zeigt es auch schon gleich nochmal. Wichtiger Punkt hierbei ist auch das VM-Depot. Das ist von uns eine Community-Plattform, also wir haben sie ins Leben gerufen, aber wir befüllen sie nicht, das macht die Community. Das gibt es seit diesem Jahr und es gibt dort seit Anfang dieses Jahres seit über 300 Images schon, die Community hochgeladen hat. Also virtuelle Images mit installierten Betriebssystemen und Serverlösungen, die sofort sozusagen einsatzbereit dann sind. Sehr cool, dass es so angenommen wurde und auch so schnell. Warum kein Cloud-Login bei uns? Ganz simpel. Ich habe vorhin ja gesagt, bei uns ist alles Windows Server. Und wer weiß, wie bei Windows Server funktioniert, weiß, dass hier einfach virtuelle Festplatten existieren, das sind die sogenannten VHDs. Und die sind kompatibel sowohl auf dem Hyper-V lokal als auch in der Cloud, weil es ist der gleiche Server. Das heißt, ich kann von meinem lokalen Hyper-V das Image nehmen, hochladen, eine VM, brauche nicht mehr, ich habe es auch im Kopf, kann die VM sozusagen hochladen und das VD hochladen und die VM damit verbinden und es läuft. Genauso kann ich auch irgendwann, wenn ich das Betriebssystem nicht mehr in der Cloud lassen laufen möchte, dann schalte ich die VM ab, nehme das VD, lade es runter und lasse es beim lokalen Hyper-V dann ablaufen. Ja? Insofern ist an diesem Punkt dann kein Cloud-Login. Gut, was wäre als nächstes gekommen, muss ich jetzt sozusagen wieder zusammenfassen. Nachdem die Skalierung durch war, wäre ich eigentlich nur noch auf die Referenzen gekommen. Also, und ich denke mal, ich bin auch ziemlich am Ende auch angekommen. Das macht die Zeit. Ja, dann passt das auch so. Wenn noch Fragen sind, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz kleine Pause. Können wir das gerne noch Fragen klären? Ansonsten seht ihr gleich dann vom Sascha um Bakko auf Azure und er geht dann direkt dann auf das Portal rein. Ja. Also, erstmal dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, gerne.